Ja, hallo, schön, dass ihr wieder vorbeischaut auf Ollis Kanal. Ja, was geht es heute? Wie schon in einem meiner letzten Videos erwähnt, möchte ich euch ganz gerne die Xiaomi Deckenleuchter, und zwar die 450er, vorstellen. Ja, und wieso und weshalb meine Frau diese gerne im Schlafzimmer hat. Vielleicht werde ich dieses auch auflösen. Ja, und wie immer schauen wir uns das Ganze jetzt etwas näher an. So. Ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze wie immer etwas auf. Ist ein bisschen schmutzig angekommen, aber unbeschadet. Und das Ganze kommt aus dem Europa-Lager, bestellt mit einem Gutschein-Coupon, was die ganze Sache natürlich wieder günstiger gemacht hat. Ich werde euch mal diesbezüglich unten was verlinken, wo ihr solche Gutscheincodes bekommen könnt. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal rein. Übrigens, Europa-Lager wird mittlerweile, sind die Preise im Europa-Lager tatsächlich so günstig, wie sie in China sind. Dann haben wir viel weniger Probleme natürlich, was den Zoll betrifft wieder. Weil, was man einfach leider Gottes sagen muss, ist die Lampe ohne CE gekennzeichnet. Was natürlich auch politische Hintergründe manchmal hat. Hier haben wir eine Styroporabdeckung. Und hier kommen wir schon zu dieser Lampe. Ja, 450er Lampe, wieso, weshalb, warum? Sie hat natürlich einen Durchmesser von 45 cm und ist wieder mit so einem Acryl-Kunststoff hier, will man sagen, ausgestattet. Hier oben wieder dieser, ich will mal sagen, witzige Satz, dass man natürlich die Lampe nochmal schütteln soll, nachdem er sie installiert hat, damit sie ihm einfach nicht auf den Kopf fällt. So, diese herausgenommen ist dann wieder eine Betriebsanleitung, und zwar auf voll Chinesisch, wie leider immer bei diesen Xiaomi-Produkten, aber immerhin auch das eine oder andere wieder symbolisch dargestellt. Und ja, ich denke, ein Mitteleuropäer sollte damit zurechtkommen. Dann haben wir natürlich hier auch wieder die bekannte Fernbedienung mit an Bord. Und wie auf Thingiverse gibt es ja hier auch, wie bei meinem letzten Video natürlich schon gezeigt, eine Halterung zum Ausdrucken. Wer das tun kann, ist auch eine feine Sache. Dann haben wir hier noch ein paar Schrauben mit dabei, und ich würde sagen, das war's dann schon. Ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Platz und dann werden wir uns nochmal die Leistungsdaten anschauen und dann werden wir diese Lampe auch nochmal anbringen. So, hier nochmal ganz kurz zu dieser Quick-Installation und wieso und weshalb das heute nochmal interessant wird, das werden wir dann gleich in der Küche jetzt auch nochmal sehen. Und ich zeige euch hier jetzt nochmal das System an sich. Ist wirklich total durchdacht gemacht. Wir haben hier die beiden Verriegelungsschieber, die wir jetzt einfach nach innen bewegen. Und somit haben wir schon diese Grundplatte hier, die äußerst massiv, wirklich massiv ist. Und hier oben haben wir dann auch nochmal die Quick-Installation. Ich nenne das System ja eine Art Wasserkochersystem, kennt jeder die Art, wie man seinen Wasserkocher auf die Station stellt. Gut, also das ist äußerst genial gemacht, wie ich finde. Und ja, auch für die Hausfrau natürlich total geil. Weil kennt jeder das Problem, wenn die Frau mal kommt und sagt, Mensch, könntest du mal die Lampe wieder abnehmen, will da mal drüber wischen. Ne? Bauf, zack, runter gemacht, drüber und wieder einfach nach oben und verriegelt. Ja, prima. Ja, so, nun kommen wir zu den Leistungsdaten und hier muss ich wieder ein bisschen spicken, einfach weil der Funktionsumfang von diesen Lampen natürlich enorm ist. Ich fange einfach mal an. Die Farbtemperatur bewegt sich zwischen 2700 und 6000 Kelvin. Schon wie bei der anderen Deckenleuchte auch, ist hier für jeden was dabei. Hier geht es sehr warm zu und bis wirklich sehr kalt, also Arbeitsbereich technisch. Dann haben wir bis zu
Und zwar nicht nur bis zu 2000 Lumen wie bei der anderen, sondern hier haben wir 2200 Lumen. Das ist wieder ein ordentliches Brett. Dann haben wir wieder diesen Mondlichtmodus mit dabei. Der 1,5 Lumen, das ist sehr geil und wir werden das nachher sehen, weil diese Leuchte diesen Sterneffekt hier mit drin hat. Das sieht echt genial aus. Dann haben wir, ja okay, wer das mit anfangen kann, eventuell der rote Taschenlampenranger, wenn er uns mal wieder zuschauen sollte, dass wir hier einen Farbwiedergabeindex von bis zu RA95 haben. Damit kann ich nun mal nichts anfangen. Dann haben wir diese 5 Minuten Schnellinstallation und ich werde garantieren heute, dass wir locker unter die 5 Minuten kommen. Das werden wir aber nachher sehen. Ja, dann haben wir diese sehr geile Fernbedienung dabei, die super in der Hand liegt, wieder ein klasse Material hat und wieder diesen Apple-Style aufweist. Sehr schön. Hier vielleicht mal gesagt, was natürlich jetzt in einem Schlafzimmer auch wieder Vorteile bringen kann, wenn man nicht direkt einen Schalter oder derjenige, der nicht direkt einen Schalter neben dem Bett hat, eben, ist das hier schon sehr praktisch. Ja, natürlich lässt sich das Ganze wieder per Wi-Fi steuern, auch mit dem Smartphone, braucht ihr natürlich dann die Fernbedienung auch nicht am Bett, würde ein Smartphone dann auch wieder reichen. Oder Alexa und Google Home funktionieren hier natürlich auch. Das Ganze lässt sich mit der Mi Home App konfigurieren oder mit der G-Light App, je nachdem, was ihr nehmen wollt. Ich würde sagen, die G-Light App ist diesbezüglich einfach etwas die einfachere, einfach zu bedienendere App. Die Mi Home App ist eben umfangreicher und hier könnt ihr natürlich mit diesen, das habe ich euch schon mal vorgestellt, mit diesen Schaltern und mit diesen Dash-Buttons oder auch mit diesem kleinen Bewegungsmelder von Xiaomi die Lampe ansteuern und an- und ausgehen lassen. Das funktioniert in der G-Light App nicht. Hier müsst ihr in der Mi Home App angemeldet sein. Okay, was gibt es hier noch zu sagen? Ich schaue hier gerade mal durch, wie ich finde. Ich weiß nicht genau, hallo GearBest. Ich glaube hier mit diesem IP50, und das ist sie, kam hier ein neues Wort hinzu und das ist die Insektenverhütung. Irgendwie aus meinem letzten Video übernommen worden. Vielen Dank hierfür. Würde mich allerdings auch freuen, wenn mal ein Video von mir unter so einem Produkt auftaucht. Dankeschön. Wie oder wo geht's weiter? Ja, wie gesagt, das ist die 450er Leuchte, die aus dem Europalager kam. Und jetzt nochmal zur Information einfach. Denn Xiaomi G-Light hat hier ordentlich nachgerüstet. Das ist die 450er. Dann gibt es eine 480er. Ja, und dann gibt es auch die Königsklasse, ist momentan die 650er Leuchte. Das ist schon ein Knaller hier. Und die 650er hat auch auf der Rückseite, will man sagen, hier nochmal einen LED-Kranz verbaut. So könnt ihr indirekt von hinten die Decke nochmal beleuchten. Und zwar in der Farbe, in der ihr es gerne möchtet. Auch sehr nice. Okay. Ja, ich würde sagen, diesbezüglich sind wir erstmal durch. Und wir werden uns die ganze Geschichte jetzt nochmal anschauen, wie das Ganze leuchtet. Ja. Okay, alles klar. Bis gleich. Ja, ich befinde mich jetzt hier in der Küche unter unserer Xiaomi Deckenleuchte, die wir nach wie vor klasse finden. Also so ein Spitzenlicht, ja. Hervorragend, anders kann man es nicht sagen. Und dann einfach natürlich konfigurierbar, so wie man es möchte. Und übrigens, was ich gesagt habe, dass diese Leuchte die Werte nicht speichert, das ist nicht wahr. Mich hat ein YouTuber darauf hingewiesen und tatsächlich, er hat recht. Es lässt sich in der App abspeichern, die Werte, und die bleiben dann auch so über Lichtschalter gespeichert. Wichtig, dass wir das noch erwähnen.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Quick-Installation und hier ist der Name Programm. Ich würde sagen, ihr guckt einfach mal auf die Uhr. 5 Minuten ist von Xiaomi vorgegeben und wir werden jetzt das Ganze mal installieren. Das war's. Also ich denke, es war keine Minute, ja. Auch hier flunkert Xiaomi wieder nicht. Und wenn hier irgendwas flunkert und funkelt, dann sind das diese geilen Sterne hier oben in dieser Acrylglas-Optik. Das ist sehr geil. Ich versuche nachher mal etwas näher ranzukommen, wobei ich immer nicht weiß, ob man es kameratechnisch dann überhaupt sehen kann, weil die Blende der Kamera natürlich ständig am Nachregeln ist. Okay. Ja, nun möchte ich euch noch zeigen, wie man diese Fernbedienung hier einlernt. Entschuldigt bitte diese komische Kameraeinstellung, ist einfach technisch hier jetzt anders nicht machbar. Ja, die Fernbedienung müsst ihr einlernen, indem ihr erstmal die Lampe resettet. Hierzu müsst ihr den Lichtschalter 5-mal ein- und ausschalten, das werden wir jetzt machen. Die Lampe quittiert das dann, indem sie so regelt. Und jetzt müssen wir auf der Fernbedienung diesen Moonlight Mode und diese Off-Taste zusammen drücken. Die Lampe, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hat dieses jetzt quittiert. Und jetzt können wir versuchen, ob sie sich auch schon ansteuern lässt. Jawohl, also aus, an. Und jetzt gehen wir wieder zusammen die Lichtmodis durch. Ich habe sie jetzt erstmal wieder hochgeregelt, also volle Strahlkraft. Jetzt regeln wir runter, so minimal geregelt über den Dimmer. Regel hier wieder hoch. Dann gehen wir die verschiedenen Lichtfarben wieder durch. So, jetzt ist wieder so, ich möchte sagen, das kommt wieder dem Taglicht ziemlich nahe. Hier wird es sehr bläulich. Ihr Arbeitsbereich. Jetzt kommen wir wieder in den warmen Ton langsam rein. Wieder etwas wärmer. Hier ist es schon sehr warm. Warm in dem Sinne. Natürlich auch Schlafzimmer geeignet. Und jetzt wird es wieder, kommen wir wieder in den Tagmodus rein. Also hier sollte für jeden etwas dabei sein. Okay. Dann hier kommt natürlich dieser Moonlight-Modus. Sehr geil drüber. Ich aktiviere den mal. Und ich habe das beim letzten Film gesehen. Man sieht das nicht direkt, weil die Lampe nachregelt. Aber dieser Moonlight-Modus, der ist so klasse. Und jetzt kommen hier diese funkelnden Sterne raus. Das sieht echt total genial aus. Also jetzt mal ohne Scheiß. Finde ich total klasse. Okay, ja, und dann haben wir noch an und aus, das brauche ich hier jetzt nicht weiter fortzuführen. Ja, ich würde sagen, wir sind wieder durch. Eine kleine Sache am Schluss noch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, diese Funktion mit diesem Mi Band hat mich etwas beschäftigt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was will Xiaomi uns damit eigentlich sagen? Ich denke, ich bin dahinter gekommen. Und zwar ist es einfach dieser Moonlight-Modus. Vorsicht, das Ganze ist nicht FSK 16 frei. Ihr wisst schon, was ich meine. Nachgetane Sache. Wenn ihr dann eingeschlafen seid, geht die Leuchte eben dann aus. Also, klasse. Finde ich echt wieder spitze durchdacht. So, nun, zum Schluss wieder. Wenn es euch einigermaßen gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal bitte. Hier unten rechts. Und schaut euch noch ein bisschen in meiner Videogalerie um. Und ansonsten wie immer, einfach abschalten.